Jo, meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen hier zu Kuchen TV Uncut, dem besten Reaction-Kanal in Deutschland. Wir reagieren heute auf TJs Wochenshow. Der hat ein Video hochgeladen. Deutscher YouTuber hat ein Mädchen gedingsbumst. TJs Wochenshow. Gucken wir mal rein. Hallo! Marvin hat das Finale von seinem A-Hole-Prank hochgeladen und jetzt droht einfach jemand, ihn deswegen anzuzeigen. Liana von GNTM, die damals dieses große Enthüllungsvideo gemacht hat, wurde jetzt von Red 7 angezeigt und es gibt jetzt sogar schon ein Gerichtsurteil. Einer Influencerin wurden 60.000 Euro geklaut und ein deutscher YouTuber wurde jetzt vom Landesgericht wegen Vergewaltigung an einem Mädchen verurteilt. Digga, die Woche ist ja voll viel passiert. Das habe ich alles gar nicht bei mir drin. Hä? Urteilt. Warum, wo kriegt er denn seine Infos her? Wie macht er das denn? Vor allem der hat Zöpfe hinten, ne? Feier ich. Heftige Woche mal wieder gewesen. Zöpfe sind doch voll gut, weißt du, wenn man so Doggy-Style macht, dann, na egal, lass uns nicht drüber reden. Sweaty Mira dein ab, aber jetzt heißt erstmal, wie immer. Ich weiß nicht, wie viele von euch Danny kennen. Er hat halt früher so Minecraft-Konte gemacht, dann war er irgendwann mal so ein bisschen öfter bei Papa Platte mit in den Videos zu sehen. Und war jetzt zuletzt dafür bekannt, dass er halt eben mit Thilo und seiner Bande und seiner Bande mit den kleinen Rackern war er unterwegs letztens. Zog und halt ganz funny, lustige Vlogs gemacht hat. Und kleiner Funfact, er war sogar bis letzte Woche sogar noch oben links in meinem Intro zu sehen. Halt, nur bis letzte Woche. Weil jetzt kam raus, dass so wie es aussieht, Danny 2000... Tja, ich bin immer noch drin in seinem Intro, ne? 19 Alles seine klar. damalige Freundin vergewaltigt hat. Sie hat ihn nämlich wegen Vergewaltigung angezeigt und das Landesgericht Nürnberg hat Danny jetzt schuldig gesprochen. Beziehungsweise, so wie es aussieht, hat er selber vor Gericht die Tat gestanden. Puh, ey, einfach nur dickes What the fuck. Ich habe halt nicht ansatzweise gewusst, dass irgendwelche solche Vorwürfe gegen Danny im Raum standen und auch Leute, mit denen er so wenigstens so ein bisschen mehr zu tun hatte, wussten es scheinbar auch nicht. Wen jetzt zum Beispiel das hier auf Twitter geschrieben und auch Amar war natürlich... Warte, was? ...wussten es scheinbar auch nicht. Wen jetzt zum Beispiel... Veni... Ah, Veni, okay. Ich bin mies schockiert von der ganzen Danny-Geschichte, hab legit bis vor 2 Stunden kaum nichts davon mitbekommen, absolut krank, wie lange das einfach in den Kulissen abgelaufen ist und scheinbar niemand was wusste. Ja gut, das Ding ist halt, die Ex hat ja halt immer jemanden kontaktiert, ne, aber die wurde halt immer nicht so ernst genommen, leider. Spiel das hier auf Twitter geschrieben und auch Amar war natürlich super fassungslos und obviously waren dann super, super viele Leute auf Twitter sehr enttäuscht und auch extrem wütend auf Danny, aber auch auf das Gerichtsurteil, weil er hat einfach nur 1,5 Jahre auf Bewährung bekommen. Monte tweetete dazu, jemand, der eine Frau vergewaltigt, unter was für Umständen auch immer, sollte für ganz lange Zeit kein Bestandteil unserer Gesellschaft mehr sein. Das deutsche Justizsystem widert mich genauso an wie die Täter selbst. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Tat halt eben im Jugendalter passiert ist und dementsprechend auch das Jugendstrafmaß angewendet wurde. Dazu haben sich auch sofort ein paar Homies bzw. auch Ex-Homies von Danny auf Twitter bzw. anderen Social-Media-Plattformen von ihm distanziert. Papa Platte schrieb zum Beispiel, dass er jetzt den Kontakt mit Danny komplett beenden wird und auch gemeinsam... Ja, ich sag mal, die Statements kennt man schon, deswegen würde ich jetzt Sachen, die Kamera die nicht online extra haben, überholen. Er auch offline nehmen wird. Und magst du überhaupt Tim Jacken? Also das Ding ist, ich finde seine TJs Wochenshow finde ich mega geil. Tatsächlich muss ich zugeben, ich finde die wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also ich habe mich da jetzt auch an den Cakenus so ein bisschen dran orientiert, dass ich so mehr Clips und so weiter zeige, was ich einblende, weil ich das bei ihm sehr, sehr gut finde. Ihn als Person kenne ich halt jetzt privat nicht. Ich finde, er macht mir halt zu oft einen zu sehr auf Gutmensch auf jeden Fall. Weißt du, er ist so, er will so 100% Political Correctness mäßig unterwegs sein. Er hat da ja auch irgendwie auf Saschka mehrmals reagiert, hat ja auch früher auf meine Feminismus-Videos manchmal reagiert und das war eigentlich alles eher ein bisschen weird, was er da gesagt hat. Aber bis auf diese Einstellung finde ich ihn eigentlich sehr korrekt auf jeden Fall. Auch Thilo schrieb, dass er halt super geschockt vom Urteil ist und jetzt auch kein gemeinsamer Content mehr mit Danny zusammenkommen wird. Ich muss sagen, ich finde das alles übertrieben heftigst. Vor allem, weil mir das Opfer sogar noch geschrieben hat, dass Danny sich scheinbar bis heute sich nicht bei ihr richtig entschuldigt hat. Ey, das ist einfach nur krass und müsste ja das absolut Mindeste sein, wenn man die Tat ja sogar gestanden hat, Alina, was dann sehr. Sofort passieren sollte. Ich muss aber auch sagen, dass ich sehr mutig von dem Opfer finde, auch an die Öffentlichkeit zu gehen, ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Aber natürlich kriegt man dann, wenn man mit sowas an die Öffentlichkeit geht, auch super viele dumme und bodenlose Kommentare, sogar teilweise von Influencer-Kollegen von mir. Ich muss aber sagen, dass ich keinen Bock habe, auch nur ansatzweise auf solche hirnlosen Kommentare einzugehen. Auf eine Sache muss ich aber leider eingehen, nee, weil es gibt scheinbar jemanden, der einfach Tweets von großen Influencern manipuliert und dann sowas reinschreibt, als wenn sie auf Dannys Seite wäre. Dann steht da sowas wie Hashtag Free Danny oder dass man eben dem Gerichtsurteil nicht glaubt, dass er es nicht gewesen sein kann. Ich blende euch hier mal ein paar Tweets ein, die halt da manipuliert worden sind. Und ich muss euch da wirklich bitten, fallt nicht auf so einen Scheiß rein, weil Realtalk solche Tweets zu manipulieren, ist halt wirklich eine Arbeit von 5 Sekunden. Ich habe das mal hier ganz schnell gemacht. Du brauchst nicht mal Photoshop dafür, das kannst du wirklich in der Website direkt selber machen. Deswegen bitte,
Fall halt nicht auf so eine Scheiße rein, okay? Digga, hast Gross hops genommen oder was, Alter? Uiuiuiui. Danke. Dazu natürlich noch abschließend, habe ich dir auch schon privat auf Twitter geschrieben, aber super viel Kraft ins Opfer. Vor allem nervt sie nicht mit irgendeiner dummen Scheiße. Ist jetzt wichtig. Opferschutz ist, sollte immer ganz oben bei sowas stehen. Ich finde seine Strafe angemessen. Danny ist jetzt zusätzlich auch gesellschaftlich tot. Von daher, ja, safe kann man halt so oder so sehen. Ne? Ich sag mal, die Justiz ist ja eigentlich dafür da, solche Strafen zu, also solche Taten zu bestrafen. Gesellschaftlich gibt es natürlich immer noch mal eine Strafe obendrauf, sage ich mal. Also gerade wenn du halt eine Person des öffentlichen Lebens bist. Also ja, so gesehen könnte man schon sagen, 1 Jahr und 6 Monate auf Bewährung ist okay. Dafür, dass der halt wirklich sein komplettes Leben verloren hat, mehr oder weniger. Ne? Also wirklich, alle seine Freunde distanzieren sich von ihm, sein ganzer Content ist weg. Er wird sich nie wieder, glaube ich, etablieren können in der deutschen YouTube-Szene. So, das Ding ist, er war ja sowieso, finde ich, persönlich halt nie alleine als Person relevant oder interessant, sondern halt, weil er bei Papa Platte war, weil er bei Tilo war und so. Und selbst wenn er jetzt wieder YouTube machen würde, wäre er halt alleine. So, er könnte gar nichts machen und wird nirgendwo auch gerne gesehen sein, so. Deswegen, ja, es stimmt schon, ne? Wenn so Influencer so eine Strafe bekommen, dann darf man halt nicht vergessen, so, du hast halt öffentlich noch so diesen krassen Backlash, dass du wirklich alles verloren hast, so. Ne? Das muss man schon dazu sagen. Ist halt die Frage, macht das dann die Strafe der Justiz halt wieder wett, wenn man sagt, okay, der wird ja auch durch die Gesellschaft noch zusätzlich so abgestraft, weil er da alles verliert, ne? Das muss man ja auch sagen. Dazu, falls ihr selber von solchen Dingen betroffen seid oder Leute kennt, die von sowas betroffen sind, habe ich euch auf jeden Fall mal ein, zwei Sachen in der Videobeschreibung verlinkt, wo man sich melden kann. Ja, Alter, krasse Scheiße einfach. Kommen wir von einem Gerichtsurteil direkt mal zum nächsten. Ihr kennt ja noch Liana, die hat damals so über GNTM super viel ausgepackt und hat gesagt, wie sie da manipuliert worden ist und was ihr halt in der Show alles angetan worden ist, beziehungsweise was ihr nach der Show alles angetan worden ist. Und wegen ihrem Hinter-den-Kulissen-Video wurde sie jetzt von der Produktionsfirma Red 7 angeklagt und es gibt ihr sogar schon finally... Boah, Digga. Boah, es riecht richtig geil nach Regen gerade. Boah. Ey. Boah, kennt ihr diesen Regengeruch? Es gibt nichts Geileres als einen ordentlichen Regengeruch in der Nase. Boah, ich liebe das. Außer vielleicht, wenn irgendeine Frau euch ins Gesicht furzt. Das ist auch noch ganz geil, aber das ist ein anderes Thema. Boah, Digga, heftig. Feier, das regnet gleich. Und das Gericht hat entschieden, dass sie öffentlich sagen darf, dass sie von der Produktionsfirma während der Sendung manipuliert worden ist. Und das hat sie quasi auf Instagram auch richtig rausgeschrien. Sie postete dann... Oh, Junge, Gewitterwarnung sogar. Heftig, Junge. Gleich geht's richtig ab hier. Die Produktion von Germany's Next Topmodel hat mich am Set so manipuliert, dass ich dem Rollenbild der Zicke entspreche. Ganze Handlungen wurden mir vorgegeben. Ach, ich muss einmal laut rausschreien, weil ich das jetzt ganz offiziell so sagen darf. Das Gericht hat gesagt, ich sage in dem Punkt die Wahrheit und wie jedes Unternehmen muss ich auch Germany's Next Topmodel dieser Kritik stellen. Ui, ist gutes. Gutes Gerichtsurteil auf jeden Fall. Hey, finde ich nice. Aber ich muss sagen, ich krieg so ein bisschen Gänsehaut gerade, weil ich einfach cool finde, dass die Gericht vor Gericht gewonnen hat. Auf jeden Fall Glückwunsch an dich, Liana. Finde ich geil. Man muss aber auch dazu erwähnen, dass sie scheinbar nicht in jedem Punkt gewonnen hat und auch nicht alles sagen darf, wie sie es im Video gesagt hat. Wo sie jetzt genau gewonnen hat und wo sie genau verloren hat, weiß ich jetzt persönlich nicht. Das wird sie uns wahrscheinlich noch mitteilen. Aber sie postete auf jeden Fall noch das hier auf Instagram. Ich habe nämlich nicht auf ganzer Linie gewonnen. Die ein oder andere, in Klammern super unbedeutende Sache, habe ich verloren. Aber wie das Verfahren ablief, was mir vorgeworfen wurde und wie alles entschieden wurde, erfahrt ihr in meinem nächsten YouTube-Video. Junge, Klicks! Und dazu erwähnte sie noch, dass der ganze Spaß sie im Worst Case eine 250.000 Euro hätte kosten können. Digga, crazy. Ich finde es super krass, wie schnell dieser Gericht... Ich finde das auf jeden Fall super, dass sie da gewonnen hat, safe. Weil so, ich finde, das Ding ist zum Beispiel, selbst wenn man jetzt unterschreibt, dass man halt nichts veröffentlichen darf, finde ich, gibt es halt einfach Punkte, die halt wichtig sind zu veröffentlichen. Also ich sag mal, dass sie jetzt vielleicht nicht über ihre Gage sprechen darf oder darüber, was für ein Essen es da privat gegeben hat oder so, keine Ahnung. Könnte ich halt noch irgendwo verstehen, aber ich finde gerade so diese negativen Punkte, wenn du da manipuliert wirst, wenn da Sachen abgezogen werden, die halt einfach auch moralisch halt nicht fit gehen, finde ich, ist es halt einfach super wichtig, dass solche Sachen halt auch besprochen werden dürfen, auch wenn du was unterschrieben hast, dass du es nicht darfst. Also ich finde das Urteil halt mega wichtig, weil es jetzt ja auch anderen Leuten die Möglichkeit gibt, halt sich ebenfalls zu äußern, weil die halt wissen, jo, wir müssen hier keine Angst haben, dass irgendwas passiert. Finde ich sehr, sehr gut. Prozess jetzt irgendwie zustande kam und wie schnell es auch ein Urteil gab. Bin aber auch sehr happy drüber, dass mal ein Prozess nicht eben 5 Jahre dauert, wie Carina und bei ApoRed, wo es übrigens ein Urteil gibt.
erfahrt ihr bald in meiner Wochenshow. Aber ja, falls Liana auf jeden Fall das Video droppt mit dem Gerichtsurteil, was da wie entschieden wurde, halte ich euch natürlich hier in meiner Show auf dem Laufenden. Dementsprechend, falls ihr es nicht verpassen wollt, abonniert gerne rein. Und wir gehen weiter zum nächsten Thema. Und Liana, Glückwunsch auf jeden Fall. Marvin hat das Finale vom A-Hole-Prank hochgeladen, indem er ja testen wollte, welcher Influencer für ein super beschissenes Produkt Werbung machen möchte und wer halt eben aufs Geld verzichtet. Wer die Vorstory vom Finale nicht kennt, der guckt sich jetzt einfach die letzten 3 Wochen-Shows von mir an, weil da erkläre ich's. Aber auf jeden Fall. Man könnte natürlich auch die Videos von Marvin gucken, aber man kann auch die Videos von TJ gucken, der es zusammengedingst hat. Auf jeden Fall hat die Influencer sich jetzt diesen Müllfilm angeguckt und sollten ja, nachdem sie den Film gesehen haben, dafür Werbung machen. Wie die Influencer den Film fanden, war sehr eindeutig. Was bedeutet ein Arthouse? Das ist Kunst, das soll Kunst sein, die Scheiße, die du da siehst. Also, niemand fand den Film geil, aber wer ist ehrlich geblieben, wer ist sich treu geblieben, hat gesagt, ey, Digga, der Film ist scheiße, dafür mache ich keine Werbung. Und wer hat gesagt, ey, ich scheiß auf Authentizität. Ich will lieber das Geld. Und ich will euch nicht lange auf die Folter spannen. Nee, ich wurde nicht für den Film angefragt. Digga, Real Talk, ich wäre da halt sowas von dabei gewesen, Digga, safe, hundertprozentig. Hier sind die Influencer, denen ihr vertraut. Also ihr müsst euch den Film auf jeden Fall angucken. Übertrieben geiler Film auf jeden Fall. Ich kann es euch ans Herz legen. Da könnt ihr euren Gedanken sowas von freien Lauf lassen. Ja, GG. Einfach alle bis auf Melody haben gesagt, ey, nee, ich... Marvin hat auf meine Sprachnotiz geantwortet. Er sieht das auf jeden Fall ähnlich. Was er genau gesagt hat, sage ich nicht, aber er sieht das halt ähnlich. Gab aber ein paar Punkte, die dazu geführt haben, so, ne? Es ist jetzt nichts Schlimmes, es ist jetzt gar nichts Schlimmes, aber ich will es halt jetzt nicht so veröffentlichen, weil ich habe ihn noch nicht gefragt, ob ich das sagen darf. Ja, aber 3.500 Euro für Aline Bachmann, also ich glaube, da kannst du auch gar nicht der Meinung sein, dass das irgendwie cool ist. Ich nehme lieber das Geld und lüge einfach meine Follower an. Cool. Und was macht man, wenn man vor einem Millionenpublikum gebastelt wurde? Richtig, man sagt einfach, nee, das, was da gezeigt wurde, habe ich nie gemacht. Weil Christine Okpara hat einfach gesagt, nee, ich habe keine Werbung für den Film A Hole gemacht. Nein, ich habe tatsächlich nicht dafür Werbung gemacht, weil es mir schon sehr komisch vorkam. Und spätestens, wo ich mir den Film angeschaut habe, dachte ich mir so, hier ist irgendwas nicht richtig. Was? Also, und was ist das dann gewesen? Und ich kann es euch wirklich einfach nur empfehlen, sobald dieser Film draußen ist, 2023, stürmt die Kino... Ich sag's euch, Digga, das ist irgend so eine Agentur dahinter, die möchte einfach so einen Troll großziehen. Also das ist alles abgesprochen, was die macht. Das ist alles vom Management 1:1 abgesprochen. Safe, hundertprozentig, Digga. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Also du kannst doch wirklich nicht so doof sein, oder? Also jetzt mal Redox, es ist doch klar, dass Marvin das alles speichert. Das war doch klar. Und da kannst du doch nicht Wochen später oder wann das war sagen, ich habe gar keine Werbung dafür gemacht. Als ob der das nicht gespeichert hat, so. Hä? So, diese Lüge macht gar keinen Sinn. Ja, die 2 für 7 haben kommentiert, und krank. Zieht euch diesen, die waren auch früher so heftig, oder? Ja, GG. Was aber haben die gemacht? Das ist nicht die das Einzige, was so, ne? Christine Parra bezüglich Marvin gemacht hat, weil sie hat einfach jetzt noch gedroht, Marvin anzuzeigen. Ich habe keine Einverständnis dafür gegeben, dass in diesem Rahmen Filmmaterial genutzt werden kann. Ich möchte dort nicht auf Join laufen und deswegen. Ich lasse das jetzt meinen Medienanwalt prüfen und ich sage dir, Ultimatum, 0,0 sind diese Sendungen, sind diese Folgen, wo ich zu sehen bin, wo meine Stimme zu hören ist, raus. Oder wir hören uns auf einem ganz anderen Wege. Queenie-Style. Boah, Alter, dieses Queenie am Ende killt mich jedes Mal wieder. Queenie-Style. Oh nein, nee. Aber ja, ey, soll Christine gerne Pro7Sat.1 anzeigen. Ich glaube, da wird auf jeden Fall was bei rumkommen. Große Anzeigfolge. Arizona, danke schön. Ansonsten ist bei Marvels Kinopremiere noch eine Menge weiterer Shit passiert, wie das einfach nach der Premiere alle sich gegenseitig so angezickt haben und super viel gelässert wurde. Also ich habe... Aber der ist doch selber... Cool, ich weiß, dass er selber ist, aber der hat mich zuerst richtig... Ey, wisst ihr, wer mich auseinandergenommen hat? Ich feiere das immer noch so krass, dass sie meinen Namen nennt, anstatt Just Nero. Also ich weiß nicht, da gehen ja auch voll die Meinungen auseinander, wer da die besseren Aline Bachmann-Videos macht. Ich würde auf jeden Fall sagen, Just Nero hat deutlich mehr... Und halt dadurch auch deutlich mehr Informationen. Also ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich jetzt Aline wäre, würde ich eigentlich eher Nero nennen, oder? Also ich weiß nicht, so das Ding ist halt, so wenn ich jetzt an Aline Bachmann denke, gut, ne, ich bin jetzt natürlich auch Kuchen TV, muss ich sagen, aber würde ich trotzdem Just Nero sagen, weil der ja auch seine Payback-Reihe da gestartet hat und so. Und sein halber Content halt daraus besteht. Auch gar kein Front, ich finde die Videos alle gut, so, ne? Oder viele sind auf jeden Fall sehr gut. Ich weiß nicht, was ich damals gesagt habe. Ich habe die eigentlich ganz gut im Kopf.
Aber ja, ich habe halt mehr Reichweite irgendwie, ne? Tja. Diese Yvonne, die hat mich so aus Yvonne. Ey. Ja, wie fühlst du dich, wenn sie zugibt, dass du sie fertig gemacht hast? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also eigentlich ist das ja voll das krasse Lob, wenn du mal so drüber nachdenkst, weil, also natürlich ging es mir jetzt nicht darum, sie so zu ficken, sag ich mal. Ich wollte ja halt die Sachen aufdecken und zeigen, was sie halt gemacht hat. Aber dass sie selber das so sieht, dass es halt anscheinend ja gut gemacht ist und ich sie zerstört habe, weiß ich nicht. Das ist ja das beste Lob, was man kriegen kann, weil so gesehen, also mein Video sollte sie jetzt nicht zerstören, sondern das aufdecken, aber es hat ja genau das gemacht dann, anscheinend. So. Ein Gast hat sogar ein bisschen gesnitcht. Sie meinte nämlich zur Produktion, ey, Jungs, Mädels, guckt euch mal bitte die Aline Bach mal ein bisschen besser an. Ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass diese Frau für euren Film wirbt. Hast du Bescheid, was sie gesagt hat mit der Krebskrankheit? Wie bitte nochmal? Dass die Krebskrankheit, dass sie die ausgenommen hat und den Eltern das Geld nicht gegeben hat, das ist offiziell. Das ist Aline Bachmann? Ja. Fand ich auf jeden Fall sehr funny, dass Aline Bachmann selbst für Trash-Influencer wirklich eine Nummer zu hart ist. All in all muss man sagen, Marvels neuer Prank war ein voller Erfolg. Hydro-Hype hat damals wirklich jeder mitbekommen, aber scheinbar haben nicht die richtigen Leute daraus gelernt. Blöd. Marvin auf jeden Fall super geiles Projekt. Schaut auf jeden Fall auch bei Marvin vorbei. Abonniert den Jungen, lasst liebe Grüße da, liked seine Videos, zackt sein Dick, macht alles, was ihr wollt. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf das nächste Projekt von dir. Ein paar von euch werden wahrscheinlich Peyton kennen. Ist halt eine größere Instagrammerin, TikTokerin, macht auch YouTube-Videos. Und mit Luca zusammen. Und dazu ist sie noch. Ach, da mal Luca sein. Die Freundin von Luca. Und zwar hat sie ein Video drüber hochgeladen, in dem sie halt eben berichtet, dass sie ein paar Designer-Handtaschen in ihrem Auto liegen hatte. Die lagen jetzt irgendwie nicht so offen rum, sondern waren scheinbar in so einer Kiste, wie wär's, Luca, willst du mich verarschen, wo man die auch nicht richtig sehen können. Aber trotzdem hat scheinbar jemand die Scheibe vom Auto eingeschlagen und hat eben diese Designer-Handtaschen geklaut. Und diese Taschen hatten scheinbar... Ja, Digga, also Designer-Handtaschen in so einem Auto, also Real Talk, da können wir wirklich der Person auch einfach... Ist ein Audi, glaube ich, ne? Audi A2 oder so? A1? Digga, aber Real Talk. Also wer so ein Auto hat und da so teure Taschen drin hat, also der bettelt ja auch quasi darum. Sorry, kann ich nicht verstehen, Digga. Designer-Taschen dürfen ab A4 oder A5 dürfen die halt reingelegt werden. Also da können wir wirklich danken. So, überleg mal, wie viele Leute sind an dem Auto vorbeigegangen und dachten sich so, boah, Digga, so eine Tasche in so einem Auto, das geht ja gar nicht, ey. Und am Ende bauen die einen Unfall oder so. Stell dir vor, so ein Fahrradfahrer guckt da rein, macht dann so und dann fährt der in irgendein Kind rein. Diese Taschen hatten scheinbar einen Gesamtwert von 60.000 Euro. Warum lässt man sowas im Auto liegen? Also klar, sie ist jetzt nicht schuldig dafür, dass es geklaut wurde. Das war immer noch ein Täter. Aber trotzdem, Kinder, lasst... Boah, doch, ich glaube, sie hat sogar eine Mitschuld, soweit ich weiß. Ne? Weil das Ding ist irgendwie, ich glaube, es ist nicht versichert, wenn das zu offen darum liegt. Also wenn du jetzt halt so eine teure Tasche da hast, dann musst du immer damit rechnen, dass halt jemand das Fenster einschlägt, soweit ich weiß. Also irgend so eine Regelung gab es da mal. Ich weiß gar nicht mehr... woher ich das weiß. Vielleicht ist es auch gelogen und irgendwer hat mir Scheiße erzählt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich meine, wenn du so Sachen so ganz offen da liegen lässt, dann musst du quasi so ein bisschen damit rechnen, so, ne? Das Geile ist, Digga, ich habe auch mal, was habe ich denn gemacht? Ich überlege gerade. Ich habe letztens mein iPad im Auto liegen lassen, ne, mein MacBook sogar, weil wir so ein Flex-Foto mit meinem Auto einfach machen wollten, ne, für Tinder, ihr wisst, wie es ist. Und ich habe mein MacBook dann auch einfach auf dem Beifahrersitz liegen lassen und habe das Fenster unten gehabt, weil Timo da rein fotografiert hat und habe das auch voll verpeilt, bin einfach reingegangen. Dann kam ich halt wirklich 3 Stunden später wieder, es war immer noch da. Jeder hätte das einfach nehmen können, ich hätte überhaupt nichts machen können. Okay, ich hätte das wahrscheinlich tracken können, so, ne, aber da habe ich auch richtig Glück gehabt, Alter, das wäre so bitter gewesen. Dass keine teuren Sachen im Auto liegen, weil oftmals macht halt eben die Gelegenheit den Dieb aus. Ey, ist eine super miese Sache für sie. Ich hoffe natürlich auch, dass sie halt ihre Handtaschen wieder zurückbekommt. Aber wenn sie sie nicht zurückbekommen sollte, Luca, Bro, wir wissen beide, du bist sehr reich. Kannst du ja neu kaufen, ne? Wäre cool von dir. So, Kinder, das war's jetzt auch schon wieder mit der Wochenshow für diese Woche. Ja, ja, weil er der Mann ist, soll das wieder neu kaufen. Warum denn nicht heute eigentlich immer Kinder? Ey, genießt das Wetter draußen, weil es wird der kälteste Sommer sein, den ihr in eurem Leben noch erleben werdet. So, Klimaerwärmung und so, ne? Swag. Gott, war das schlecht, Digga. Jetzt habe ich richtig Bock, irgendwie meinen Auspuff einfach eine Stunde laufen zu lassen. So. Aber ansonsten auf jeden Fall sehr gute Folge. Ich weiß ja, also ich feiere das, Digga. Ich finde, die Wochenshows sind mega gut gemacht einfach. Real Talk, da kann man, also finde ich, kann auf jeden Fall halt nichts gegen sagen. Ja. Falcon, thanks for the 100 Bits. Und damit ist das doch ein perfektes Ende hier für das Video.